In diesem Video dreht sich alles um die bemerkenswerte Geschichte von Schauspielerin Jenny Elvers. Vor 10 Jahren hatte sie öffentlich ihre Alkoholsucht enthüllt, die sie durch einige schwere Zeiten trieb. Doch sie kämpfte sich heraus und blieb 10 Jahre trocken, oder etwa doch nicht. Kürzlich geriet Jenny in eine kritische Situation mit der Polizei, als sie auffällig parkte und sogar vor den Beamten Alkohol trank. Das führte zu einem Alkoholtest, der einen schockierenden Promillewert von 1,7 ergab. Jenny verlor ihren Führerschein und die Autoschlüssel. Sie gestand den Vorfall und erklärte, dass sie in den Tagen zuvor unter starken emotionalen Belastungen gelitten hatte. Jenny nahm Medikamente gegen Depressionen, was ihren Rückfall besonders schwerwiegend machte. Sie suchte in dieser Zeit nach einem Ventil und fand leider das Falsche. In Kombination mit den Medikamenten war Alkohol die schlimmste Wahl. Diese Geschichte zeigt uns, dass der Kampf gegen die Sucht nie wirklich vorbei ist und dass es wichtig ist, Unterstützung zu suchen und auf sich selbst zu achten. Wir hoffen, dass Jenny aus diesem Vorfall lernen kann und auf ihrem Weg zur Genesung weiter voranschreitet. Bleibt dran, um mehr über ihre Reise zu erfahren.